Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Grounded, unser Spiel, und was haben wir heute vor? Reichlich, reichlich. Und zwar einmal will ich hier das Spinnrad bauen. Dafür brauche ich noch Ton, Eiche, ja, Eichekappe, Ameisenbrocken und Saft. Saft werde ich auf jeden Fall auf dem Weg finden und den Rest, den habe ich bis auf Ton da. Und mir ist eingefallen, es gibt eine Stelle, beziehungsweise ich hatte mit Marcel aus der Community mir mal das Multiplayer angeguckt, beziehungsweise wie es denn funktioniert. Funktioniert super, wir sind in Steam befreundet und er konnte mir einfach beitreten, wunderbar. Und da konnten wir hier mal ein bisschen antesten, werden wir auch demnächst machen. Eigentlich war es für heute geplant, allerdings aufgrund eines Unfalls, den meine Mutter hatte, werde ich heute davon absehen, beziehungsweise nehme ich das mit, trinken, trinken. Wir trinken das. Und das wird dann beim nächsten Mal nachgeholt. Kein Problem, machen wir. Ja, erstmal danke an Marcel. Marcel ist sehr hilfreich in sämtlichen Fragen sozusagen. Und dementsprechend habe ich das dann hier hinten auch gefunden. Das Problem ist halt beim Ton. Wir werden dort auch. Oh, da hinten ist eine Milbe. Weg hier. Mit der will ich mich nicht aufhalten. Da sind Stechmücken und die Stechmücken, ja, das halte ich nicht allzu lange durch. Mit meiner bisherigen Rüstung. Das heißt, wenn Marienkäfer unterwegs irgendwo mir über den Weg laufen, werde ich mir die auch schnappen. Und mal gucken. In der. Ja. Hier sind wir schon ziemlich richtig. Ah, ich höre es. Trinken, schnell. Ich höre sie. Ja. Du bist mich gleich los. Ah, da lag doch schon Ton. Oh, kann ich hier irgendwo untertauchen? Nein, das sieht nicht gut aus. Und nicht, dass sie mich jetzt hier erwischt. So. Ewig weglaufen muss ich auch nicht unbedingt haben. Aber gegenwärtig ist das die bessere Idee. Denn strategisch muss ich mir öfter mal was Neues ausdenken, um nicht drauf zu gehen. So. Mal gucken, ob das funktioniert. Dadurch wird sie wahrscheinlich nicht abhauen, aber das ist erstmal nicht so wichtig. Da! Und erwischen tut sie mich auch noch. Nicht gut. Nein. So, jetzt brauche ich noch die Schaufel. Ah! Geht das? Moment. Ein bisschen näher ran. Ich habe doch ein Grabwerkzeug. Oder nicht? Nein, ich muss hier weg. Das wird doch nicht so. Ja, ich bin gleich tot. Ich muss meine Strategie ändern. Durchs hohe Gras soll man laufen. Dann hauen die ab, beziehungsweise lassen die einen in Ruhe. Das probieren wir doch jetzt hier mit aus. Aber einer Netzradspinne will ich auch nicht über den Weg laufen. Na. Ach so, ich habe gar nicht gewechselt auf die Schaufel. Das ist natürlich blöd. Okay, das haben wir schon mal. Mal gucken, ob das funktioniert. Nein, ich habe immer noch nicht gewechselt. Warum? Warum? Wieso habe ich nicht gewechselt? Ich habe doch. Da steht doch zwei. Ja, jetzt bin ich auch noch tot. Super. Ah. Okay, respawn. Gut, super. Die Schaufel habe ich auf jeden Fall schon mal in der Hand. Ah. Na gut. Das funktioniert schon mal nicht so, wie ich mir das gedacht hatte. Sehr schade. Ja, zwischenzeitlich habe ich auch noch zusätzlich eine Vorratskiste gebaut und erstmal die Rüstungsteile reingelegt, die ich momentan nicht benötige, wie die Ameisenrüstung und die Bienenrüstung. Das heißt, die Bienenrüstung ist ja noch nicht komplett. Aber das ist erstmal nicht so relevant. Nur ich habe mehr Platz in der Tasche und von daher kann ich wenigstens auch ein bisschen was sammeln. Und nicht so dicht am Zaun hier lang. So. Denn die Radnetzspinnen.
mit einer Schaufel. Ist keine gute Idee. Und jetzt bleibe ich hier auch noch stecken. Und wie es aussieht, habe ich eine Radnetzspinne am Hacken. Ah, ich brauche meinen Rucksack. Beziehungsweise meine Keule. Wo ist das da? So. Ja, Ameisen. Auch schön. Kann ich momentan auch nichts mit anfangen. Ich hoffe, die Folge wird euch nicht zu sehr langweilen. Ja, aus dem Grund eben halt, dass ich hier viel laufen muss momentan. Und... Na, schon wieder hängen geblieben. Versuchen wir es mal so. Okay, gut. Das brauchen wir nicht. Jetzt muss ich nur noch irgendwie... Nein, ich höre schon wieder. Ich hab doch da eben... Okay. Jetzt. Hui. Näher ran. Okay, das machen wir aus der Sicht. Oh, nein. Oh, schneller, schneller, schneller. Nein! Oh, das. Ist ja. Ah. Komm. Jetzt. Okay. Ton einsammeln. Schnell, schnell, schnell. Ah, wo ist der Ton? Wo ist der Ton? Da. Ich komme nicht ran. Ah, die Pfeile sind mir gerade egal. Und jetzt weg hier. Lauf, lauf, kleiner Piet. Oh nein, noch eine. Oh, die Richtung ist eigentlich nicht so gut. Ja. Besser in die Richtung, aus dem Grund. Ich brauche auch Bärenfell. Und auch Bombardierkäfer. Ich meine, die müssten hier auch irgendwo sein. Und die Bären, glaube ich, sind da hinten. Jetzt habe ich hier noch was am Hacken. Oh, komm. Die richtige Taste, komm schon. Komm. Ja, okay. Dann machen wir das nochmal. Wobei den Ton, na, das... nee, das ist jetzt erstmal egal. Den Ton hätte ich ja jetzt schon verwenden können. Eichekappe und den Ameisenbrocken. Für das Spinnrad, aber ich glaube, die Spinnenseide ist momentan, wo ich den Rucksack nicht habe. Völlig unrelevant. Und von daher sieht es halt so aus, den Rucksack schnappen. Der ist ja jetzt nicht in der Nähe der Mücken. Ich hoffe, ich pull nicht wieder eine. Wäre echt nice. Ah. Na, komm schon. Los, kleiner Piet. Irgendwas ist hinter mir. Ich will mich aber nicht umdrehen. Nein. Denn immerhin, ich höre keine Musik, also greift es uns nicht an. Hopp. Und jetzt greift uns doch was an. Was auch immer es ist. Nein, da gehe ich jetzt hin. Ah! Ah! Das war doch so eine Wanze. Garantiert. Davon brauche ich nämlich auch noch welche, allerdings nicht jetzt. Haben wir hier Mücken? Nein, hier sind keine Mücken. Okay. Wir kommen der Sache näher. Ich hoffe, hier sind auch wirklich Bombardierkäfer. Moment, schnell wechseln und ins Inventar schauen. Habe ich denn jetzt 4? Ah, sogar 5. Okay, die kann ich auch analysieren. Sehr schön. Genauso wie den Stachel. Und beim letzten Mal hatte ich gesehen, ist mir später erst aufgefallen, ich habe ja viel mehr Pfeile hergestellt, als ich dachte. Und dementsprechend kam mir das ein bisschen komisch vor und ich bin von 20 ausgegangen. Aber na gut, nicht so schlimm. Das habe ich dann später eben halt auch gesehen. Ja, hier ist auch noch Ton. Na, die ganze Nummer vorhin hätte ich gar nicht gebraucht. Okay. Gut. Komm. Komm, Piet. Komm, Piet. Los. Ja. Okay.
dann. Da liegt noch mehr. Ton, ja. Nein, nicht hauen. Und noch irgendwo. Nein, das ist nix. Und es ist schon wieder ganz schön dunkel. Moment, die Keule raus. Und wechseln. Ja, und nicht nur das, die Bombardierkäfer beim letzten Mal. Ich habe die Leuchtwürmchen mit den Bombardierkäfern verwechselt, beziehungsweise ich hatte Bombardierkäfer im Kopf. Und somit waren das für mich irgendwie Bombardierkäfer. Da liegt ja noch mehr Ton. Was bist du denn für einer? Ach, ein Leuchtwürmchen. Der ist hier ganz alleine. Kann ich das riskieren? Ich denke nicht. Oder? Doch, jetzt. Das machen wir. Wo ist denn Pfeil und Bogen? Da. Nein, daneben. Du kannst doch nicht in dem Moment abheben, wo ich schieße. Ah. Egal, brauche ich nicht. Brauchen wir jetzt nicht. Halt, komm. Was? Warum hänge ich da? Mal schubse ich die Kleeblätter einfach um. Und mal bleibe ich einfach dran hängen. Schade eigentlich. Ach nee, die Bären, das war hier, glaube ich sogar. Und ich höre schon wieder was flattern. Mal gucken. Da hinten ist das eine. Ich nehme mal die Fackel, würde ich sagen. Jo. Toll. Macht's auch nicht besser. Das macht es auch nicht besser. Was machen wir? Ich würde sagen, wie spät haben wir es? Sehe ich das irgendwo? Ja, wir könnten schlafen. Das hört sich gut an. Ich stelle mir jetzt hier ein Zelt auf. Wo ist es? Da. Kann ich bauen? Ja, alles da. Und muss nicht schön sein, nur funktionieren. Und halt. So. Dann machen wir hier den Spawnpunkt und schlafen. Gut. Dann kann ich auch die Fackel wieder wegstecken. Ihr könnt was sehen. Ich sehe was. Alles schön. Und da hinten, das ist tatsächlich eine Beere. Mal gucken. Moment. Ich habe gar nichts in der Hand jetzt. So. Kann ich die einfach so nehmen, holen, wie auch immer? Gute Frage. Ups. Mal gucken. Ups. Und die nächste Frage, die ich mir stelle, nehme ich noch mehr Ton mit? Kann ich da dran draufspringen? Geht die ab? Angreifen. Okay. Juhu. Ich stehe immer noch hier oben. Ja. Super. So. Und ich... Eine Hacke. Wie meint ihr das? Immer noch bestimmt die Schaufel. Oder? Nö. Ein Hackwerkzeug. Alles klar. Dann nehmen wir doch das. Hau jetzt drauf. Warum? Warum machst du das nicht? Pete? Ich meine, das sieht ein bisschen aus wie ein Messer oder sowas. Das heißt, kann ich gar nicht herstellen. Halt nicht da. So. Was brauche ich denn da? Eine Larvenklinge. Boah, da habe ich ja so gar nichts jetzt hier dabei. Wie schade ist das denn jetzt? Haben tue ich's. Bis auf Madenhaut. Ja, das ist jetzt auch äußerst schade. Kann ich die irgendwie vielleicht mitkullern hier? Ja, das wird doch so nichts. Sie bewegt sich, aber ich kriege sie nicht dahin, wo ich sie haben will. Oder? Okay, Gedankennotiz. Ich brauche... das hat man schon mal gesehen, da komme ich nicht rein. Tja, da bin ich jetzt ein bisschen begrenzt. Nein.
Die Keule. Also, ich muss ein Messer herstellen, das nächste Mal in der Basis. Oder, Moment. Nee, ich habe jetzt ja die ganzen Sachen nicht dabei. Wie ungeschickt. Na gut, das konnte ich vorher nicht wissen, beziehungsweise habe ich nicht geahnt, dass das so kommen wird. Und halt hier lang. Ja, das hat man ja schon gesehen. Und hepp, hoch da. So, Tarantula, super. Okay, die nehmen wir. Ich krieg dich. Naja. Ja. Komm, ich hab dich gleich. Jo. Uff. Uff. Und war das da? Ja, da war das. Genau. Marcel hatte mir nämlich gezeigt bei unserer Probe, dass wir hier noch ein Rezept kriegen. Und ja. Okay, da ist es. Ameisentotem. Was bitte ist ein Ameisentotem? Wer bist du denn? Minispinne. Gut. Puh. So. Ameisenbrocken. Den nehmen wir doch glatt mit. Den Rest. Na, das sieht ja hier aus. Okay. Geschenken Gaul, guckt man nicht ins Maul oder so ähnlich war das. Nein, eigentlich ganz genau so. Na, komm, nimm. Okay. Haben wir noch was? Nö, das war's dann eigentlich. Hier. Oh, ein Zelt. Aber. Das kann ich wieder benutzen. Oh, was ist das? Okay. Ameisenkopf, 10 Stück. Sehr schön. Sehr nett. Das sind keine Hinterlassenschaften von Marcel, nein. Denn ich habe den Spielstand zurückgesetzt und dementsprechend kann nichts von ihm hier sein. Also, er hat mir nicht geholfen in der Hinsicht, dass irgendwas zurückgeblieben ist, was ich gebrauchen könnte. Und mal gucken, wo bin ich denn hier? Gucken wir doch mal auf der Karte, oder? Jo. Ah. Ah. Aber, Moment, wie komme ich da hin? Das ist doch aber trotzdem hinter der Mauer. Bin ich mir sicher. Komme ich hier irgendwo durch? Nö. Da auf jeden Fall nicht. Mal gucken. Denn abgesehen von dem Plan, den ich ursprünglich hatte, einen Bombardierkäfer zu finden und das mal anzutesten, wie das funktioniert oder beziehungsweise ob das funktioniert. Was ist das? Kann ich da rein? Ich glaube ja. Und noch eine Spinne. Nein, das brauche ich noch nicht. Obwohl. Ja, genau, ich muss trinken. Was haben wir denn hier hinten noch? Eine Batterie? Wofür ist die wohl nützlich? Ah. Kommt man da hoch? Ja. Erstmal da schauen. Was? Wo ist sie? Oh! Nein! Moment. Okay. Wollen wir mal gucken. Na komm. Los, ein bisschen schneller. Ah, ich weiß, ich brauche trinken. Komm. Ah. Jo.
100 pure Wissenschaft. Und da ist auch noch was. Ja, trinken hole ich gleich. Pure Wissenschaft, jede Menge, reichlich. Ist das hier? Kann ich... Nö, kann ich nichts mitmachen. Trinken. Ich brauche jetzt trinken. Clevererweise habe ich mir nichts mitgenommen an Trinken. Das ist schlecht. Und jetzt zumindest in Richtung des Zelts. Ah ja, ich weiß. Essen muss ich auch. Komm schon. Nein. Oh. Und lauf. Wenigstens in die Richtung, wo mein Zelt ist, dann spawne ich wenigstens dort. Lauf. Lauf, Pete. So. Huss, hatte ich das nicht hier hingestellt? Ach, da ist es doch, genau. Ja. Okay, was bist du denn für einer? Nein. Wie? Was? Alles weg. Ich habe wieder alles aufgenommen. Sehr schön. Wieso habe ich meine Rüstung nicht an? Ist sie kaputt? Oh Gott. Nein. Na ja, komm. Lauf. Lauf. Und schwimmen. Und trinken brauchen wir auch. Zwar jetzt nicht sofort, aber trinken brauchen wir trotzdem. Kann ich hier irgendwo tauchen? Ja. So. Wo ist der Flattermax? Da. Was ist das? Nein. Ja, ich muss auch wieder hoch. Ich weiß. Aber... Ja, Läusehonigtau. Den brauche ich doch sowieso. Na. Und dann nochmal. Ich habe genügend Larvenmaterial, also von daher nicht so wichtig. Deswegen laufe ich jetzt hier einfach weg. Ich will meine Rüstung reparieren. Und dazu brauche ich eben halt einiges von den Eicheln. Denn das sieht echt gar nicht gut aus. Da ist Trinken, sehr schön. Nice and clean. Laufen. Ah, da ist schon mal der Zaun. Und dann das Spinnrad auch noch aufbauen, das wäre auch noch schön. Na, ich pull hier so ziemlich alles, ich merke schon, oh nein. Und was ich nicht vergessen darf, ist mein Spawnpunkt ändern. Ah, super, ich bin die Stechmücke los. Und lauf da lang. So. Die Trinkflasche raus. Dann wollen wir das doch mal. Oh Gott, nein. Ja. Was? Ja, meine Rüstung. Meine Rüstung. Am besten nehme ich das mit. Nö. Okay, einfach besser machen. Besser machen heißt nicht dahin. Na, lauf. So. Ja, ohne Rüstung, wie ihr seht, ja. Also schon beinahe ein One-Hit hier. Keine gute Sache. Deswegen, ich muss an die Basis zurück. Ich brauche Material. Und wie gesagt, das Spinnrad will ich auch noch aufbauen. Denn wir brauchen auch für die bessere Axt Spinnenseide. Und die Spinnenseide, denke ich mal, kriege ich von dem Netzfaden. Und da war eben doch noch...
ein so ein so eine Wanze. Ich denke, die sollte ich angreifen, wenn ich eine Gasmaske auf habe. Na, ich mal hier stecken bleibe. Na, komm. Zumindest verfolgt mich gerade nichts. Das ist schon mal sehr angenehm. Und da brauche ich auch nicht lang. Ja. So. Immerhin haben wir es ja fast geschafft. Das ist schon nicht schlecht. Jetzt habe ich auch die Trinkflasche nicht, weil die im Rucksack sein müsste. Und so. Also noch einmal von vorne trinken. So. Mit E schöpfen. Na, das reicht für noch einmal. Sehr schön. Gut. Mal gucken, ob das da unten jetzt auch funktioniert. Da müsste doch auch was sein. Ja. Wechselt da automatisch die Flasche. Mal gucken. Nö. Trinkflasche ist voll. Ich habe aber zwei Stück. Inventar. So, hier haben wir auch schon was drin. Das ist sehr schade. Och, dann trinken wir es doch gleich. Achso, ja. Wechseln, dann kann ich auch mit E wieder trinken. Schlutz. Kann ich auch zwischendurch noch was essen? Moment. Die 6. Ja, das geht. Während des Laufens sehr schön. Zack. Spawnpunkt. Spawnpunkt. Juhu. Okay. So. Dann brauchen wir davon 2. Ich glaube, das waren 2. Ansonsten, da haben wir nur noch 2. Mal gucken. Vielleicht muss ich noch welche herstellen. Vielleicht auch nicht. Und analysieren. Natürlich, analysieren müssen wir auch noch. Ah, wir haben bis auf Saft alles da. Ist da wirklich Saft mit gemeint? Okay. Dann holen wir doch. Also wenn die jetzt mit Saft meinen, dann habe ich doch vorhin was aufgenommen. Wenn die mit Saft jetzt wirklich den Harz meinen, wobei das sieht ja eigentlich anders aus, dann kriege ich den hier. Hier? Ja. Moment, die Ansicht ist besser vielleicht. So. Okay, auf geht's. Ja, warum habe ich heute vom Multiplayer abgesehen? Das hatte ich... Ah ja, es funktioniert. Das hatte ich ja vorhin erklärt. Spinnen. Wie? Das kann ich auch spinnen? Ah ne, da. Oder? Geht das? Warteschlange. Aha. Kann ich das gleichzeitig? Ja. Ich denke mal nicht, dass ich... Achso, das wird wahrscheinlich erst danach... Jo. Aber was wird daraus? Sehe ich das irgendwo? Nö. Na gut, wir gehen erstmal analysieren. Analysieren. Ja, meine Rüstung, da kümmere ich mich, glaube ich, später drum. Nicht jetzt. Mal gucken, was wir jetzt Schickes Neues an Rezepten bekommen. Moment, wenn ich in der Trinkflasche noch was hatte. Vorhin in der Taskleiste hatte ich aber kein Trinken gesehen. Also nur 2 Flaschen, aber nicht, dass ich noch was habe. Das ist auch ungeschickt. Ah, Ton. Analysieren. Rüstungspuppe, Waffe, Wanddeko. Super. Bringt mir ja so gar nichts. Aha.
Verrottete Ameisenkeule. Na gut. Das ist super. Dann kann ich das gleich in die Kiste legen, dass der Marcel dann beim nächsten Mal, wenn wir Multiplay machen, sich das aus der Kiste holen kann, weil sein sämtliches Stachelhalm. Gut. So. Weil wenn er zu mir einloggt, dann hat er absolut nichts in seinem Inventar. Und auch keine Rüstung und so weiter. Daher wäre es ganz praktisch. Und jetzt regnet es hier auch noch wie... Junge Hunde, regnet es hier gerade. Ich glaube, da sind manches Mal auch Pferde dabei. So wie sich das anhört. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Und lauf. Ja. Das. Nein. Oh. Gut. Okay. Oh. Ist mir eben gar nicht aufgefallen. Cool. Das sieht ja cool aus. Ja. So. Fast fertig. Sehr gut. Abgeschlossen. Gut. Und jetzt? Aha. Aber im Inventar ist es trotzdem nicht, oder? War das einfach nur grobes Seil? Na, das geht ja einfacher, wenn ich das so mache. Hm. Schade, dass hier nicht steht, wie lange das dauert. Oder? Nö, momentan sehe ich das nicht. Hm. Okay. Ein bisschen chaotisch die Folge, okay. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wenn ja, nehmt doch noch ein Abo mit, wenn ihr noch nicht habt. Und ein paar Kommentare wären schön und vielleicht einen kleinen Daumen hoch, würde mich freuen. Und ansonsten, ich werde mich jetzt mal damit verabschieden. Bis zum nächsten Mal, dann im Multiplay mit Marcel. Ciao!